Hallo, liebe Leute vom Kanal PVB OK, Servus, grüßt euch. Schön, dass ihr auch wieder alle da seid. Wer ist denn alles da? Ah, der ist da und der ist da. Oh, super, einwandfrei, freue ich mich da schon wieder. Leute, was habe ich denn heute für euch? Na, ein Gastreplay. Und zwar habe ich einen ganz neuen Gast, und zwar den Herrn Debunker. So nennt er sich in War Thunder und er fliegt recht gerne, wie es ausschaut. Er spielt auch im Clan, und zwar im Clan TMBR. Und er fliegt hier eine Premium-Maschine aus dem amerikanischen Forschungsbaum. Und zwar ist es die P47M1RE. Und die Map, wo er rumfliegt, das ist Korea, und zwar im RB-Mode. Und die Maschine selber hat ein Battle-Rating von 5.3. Er hat es geschafft, mit dieser Maschine 5 Kills hinzulegen und hat auch noch 5 bewegliche Ziele oder Ziele auf dem Boden vernichten können. Schönes Gefecht, schauen wir uns an. Bis zum Schluss, ne, liebe Leute, merkt euch das, immer bis zum Schluss schauen. Das treibt nämlich auch die Minuten in die Höhe auf meinem Konto hier bei YouTube. Dann sehe ich, ob die Leute nur 2 Minuten geschaut haben oder ob sie länger geschaut haben. Ich möchte mal so auf 6 Minuten Durchschnittszeit kommen, das wäre super von euch. Lasst es einfach durchlaufen. Gut, dann erzähle ich euch ein bisschen was über die Geschichte von dieser Maschine. Und zwar ist es ein Abfangjäger mit stärkerem Triebwerk und neuem Turbolader. Aber wir gehen einmal nur auf die P47 ein, denn es gibt da so viele Varianten davon und ich erzähle euch da mal was, ne? Die Republic P47 Thunderbolt war ein einziges Kampfflugzeug des US-amerikanischen Herstellers Republic Aviation. Und das schwerste einmotorige Jagdflugzeug des Zweiten Weltkrieges. Der Ganzmetall-Mitteldecker war mit über 15.600 Maschinen das meistgebaute US-Jagdflugzeug dieser Zeit. Die P-47 von der 9. Air Force, die vor allem taktische Einsätze flog, hat dieses Flugzeug in zunehmender Zahl als Jagdbomber eingesetzt. Dank der besonders robusten Konstruktion mit dem luftgekühlten Sternmotor waren die P-47 hierfür besser geeignet als die P-51 mit ihrem flüssigkeitsgekühlten Motor. Mit ihrem vergleichsweise geringen Aktionsradius wurde die P-47 im Pazifikkrieg nur in geringer Anzahl eingesetzt. Ist klar, da liegen ja die Inseln weit auseinander. Und wenn es dann halt kein Sprit mehr hast, musst du auf dem Wasser landen. Das ist nicht so schön. Am 8. Mai 1945, dem Tag der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht, stürzte eine von dem 19-jährigen Second Lieutenant Harry G. Moore aus der 405. Fliegergruppe und der 511. Squadron geflogenen P-47 in den österreichischen Traunsee. Also in Österreich ist er runtergeplumpst in den Traunsee. Moore wurde von Einheimischen gerettet und überlebte. Sie war eines der letzten Flugzeuge, welche die Alliierten im Krieg in Europa verloren. Diese Maschine blieb bis zum Jahre 2005 verschollen, bevor sie in 70 Meter Tiefe gefunden wurde. Im Juni 2017 hob das Flugzeug nach einer erfolgreichen Restauration wieder ab. Da schau einer an. Schön, schön, haben sie es gut gemacht, ne? Wenn die wieder fliegen konnte. Die Wehrmacht konnte einige erbeutete P-47 wieder flugtauglich herrichten. Und im zweiten Versuchsverband, das war dann der Wanderzirkus Rosarius der Luftwaffe, einsetzen. Die Luftwaffen Brasiliens, Chiles, Kolumbiens, der Dominikanischen Republik, Ecuador, Mexiko, Jugoslawiens, der Türkei und Peru verwendeten Thunderbolts teilweise bis in das Jahr 1966.
Ja, im Steilflug konnte die P-47 schnell beschleunigen, war dabei aber durch Vibrationsprobleme in ihrer Endgeschwindigkeit begrenzt. Einige Piloten berichteten, dass die P-47 im Sturzflug plötzlich sehr stark vibrierte und das Höhenruder wirkungslos wurde. Britische Tests ergaben, dass die P-47 bei einer vergleichsweise niedrigen Machtzahl unsteuerbar wurde. Diese Tests führten zur Ausstattung der P-47 mit Sturzflugklappen, welche die Steuerbarkeit verbesserten und so die maximale Machtzahl etwas heraufsetzten. Auch nach der Einführung der Sturzflugklappen, die den aus diesem Problem entstehenden taktischen Nachteil milderten, waren die Focke-Wulf 190 und die BF 109 in dieser Hinsicht aber immer noch überlegen. 30 Piloten der deutschen Luftwaffe erzielten 5 oder mehr Abschüsse von P-47-Maschinen. Zwar haben P-47-Piloten berichtet, im Sturzflug die Schallmauer durchbrochen zu haben. Diese Berichte sind aber auf Anzeigefehler des Fahrtmessers im Hochgeschwindigkeitssturzflug zurückzuführen. Allerdings ähneln einige der von den Piloten beim Erreichen der maximalen Machtzahl beobachteten Phänomene denen beim Durchbruch einer Schallmauer. Also gut, ist ja auch wurscht, ne? Ob der jetzt die Schallmauer durchbrochen hat und hat da ein paar Ziegel rausgekloppt aus der Wand oder nicht. Es ist ja sowas von Eschal, ne? Schauen wir uns doch einfach lieber hier unser schönes Flugzeug an, schön blau. Passt ja eigentlich die Farbe gar nicht zu den Amerikanern. Amerikaner müssten eigentlich so Bernsteinfarben nehmen. Ne? Ihr Whisky hat ja meistens auch so Bernsteinfarben oder mehr ins Bräunlich gehende. Ne? Da passt das Blau eigentlich gar nicht so richtig dazu. Wenn jetzt noch schön blau-weiß drin wäre in der Maschine, dann könnte ich sagen, okay, dann nehmen wir das als bayerische Maschine. Ne? Gut, das Weiß, das Hellblau, okay, das denken wir uns einfach als Weiß. Haha! Aber ihr seht schon einmal, was die hier an MGs vorne eingebaut hat. Ne? Ich weiß gar nicht, sind es jetzt MGs oder Maschinenkanonen, was die hat? Keine Ahnung. Habe ich jetzt auch gar nicht nachgeschaut. Oh, Entschuldigung. Oh, das ist ja ein großer Fehler. So, er stürzt jetzt in die Tiefe. In die Bodenlose, nein, bodenlos ist es nicht, da unten hört es irgendwann auf. Die La 11, die hat sie ihm anscheinend wohl angetan. Die La 11, das ist auch ein ganz böses Flugzeug, ist das. Nö, jetzt geht er auf die Jack. Und, was ist los? Jawoll! Unser Mr. Debunker hat da voll zugeschlagen. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind bei momentan 2 abgeschossenen Maschinen. Und jetzt kommt er zu der La. Die hat er jetzt auch erledigt. Das war aber eine andere. Davon fliegt noch eine IL-10. Das ist ja eigentlich schon ein lohnenswertes Objekt. Die ist nicht so schnell. Und die hat er jetzt aber nicht getroffen, oder? Hat er die jetzt getroffen? Ich habe jetzt so gar nicht so richtig hingeschaut gehabt. Ja, so schaut die Maschine aus, wenn sie auf euch zukommt, ne? Und so, wenn sie von euch wegfliegt. Oh, die hüpft aber umeinander. Ja, was ist denn das für ein Bug? Ein dickes Bug. Dicker Bug. Hey, Debunker, da wird es mir ja schlecht. So, da geht er ein bisschen auf Bodenziele. Da hat er ja auch 5 Stück abrasiert. Ja, die macht er kurz und klein, ne? Die fahrenden Einheiten da. Ja, ist ja gut so. Immer weg mit dem Zeug. Dem Gegner Punkte klauen, das ist vollkommen richtig. Nur so kann das Team auch gewinnen.
ja nicht nur alleine dadurch, dass man hier Fahrzeuge oder Flachs am Boden vernichtet. Wichtig ist ja auch, dass man die gegnerischen Flugzeuge dezimiert. Aber man muss natürlich auch mal schauen, dass man Punkte generiert. Das ist ja ganz wichtig. Ohne Punkte ist das Leben nicht lebenswert in War Thunder, sage ich immer. Aber der kurft da ganz schön rum, ne? Glaube, ich stelle gleich mir einen Eimer nebendran hin, damit ich da... Ne? Macht immer so lustige Kapriolen mit seinem Flugzeug, dass es einem echt fast schlecht wird. Oh, da ist ein Flugplatz. Ja, ist ein Flugplatz. Ah ja. Okay, ist auch gut. Flugplatz ist gut, aber den kann er nicht nutzen. Ist nicht sein eigener. Ist auch kein befreundeter Flugplatz, wie es ausgeschaut hat. Er hat diese blöde Einblendung da, ne, mit dem Befehl da. Das ist nervig. Ich muss mal schauen, ob ich eventuell diese Minimap ein bisschen größer einstelle. Dann verdeckt die natürlich dann komplett diesen Einsatzbefehl. Das wäre natürlich sinnvoll, aber so stört es eigentlich auch fast nicht. Ja, jetzt hat er wieder weite Strecke zurückzulegen. Er hat also 5 Bodenziele, hat er schon einmal. Er hat 4 Flugzeuge abgeschossen, der Debunker. Und da fehlt also noch eine Maschine, ne, Jung? Also halt dich ran, ne? Fliege ein wenig schneller, mach das Video nicht so lang. Weil ich hätte ja was rausschneiden können, gell? Aber da hätte er sich bedankt, der Herr Debunker. Da wäre mir an die Gurgel gegangen. Hätte er mich gewürgt. So, was haben wir denn? Da haben wir noch eine P8. Da will er wohl hin, oder wie, oder was? Sag es mal. So, das dauert natürlich jetzt wegen euch lang, ne? Das sind noch 10 Kilometer. Ah, da kann ich dabei einen Kaffee holen. Ja, er will natürlich auch jetzt erst einmal wieder Höhe gewinnen. Höhe gewinnen heißt, einen gewissen Vorteil gegenüber dem Gegner zu haben, der weiter unten fliegt. Ne? Man kann also dann aus der Höhe heraus runterstoßen. Man kann auch vorbeistoßen, dann, wenn man runterfliegt. Ne? Das war's dann wieder. Da muss man wieder Höhe gewinnen. So, die P8, die steht da unten am Flughafen, auf dem Rollfeld. Naja, da werden wir halt noch ein bisschen warten, ja, wenn er noch weiter zum Flughafen hinfliegt. Zum Airfield, ne, wie man das so auf Hochdeutsch sagt. Könnte es ihm natürlich passieren, dass die Flak ihm eine vergenusswurzelt. Das wäre natürlich nicht schön. Deswegen sollte man eigentlich auch den feindlichen Flugplatz in einem großen Radius meiden. Aber er macht es eigentlich ganz gut bis jetzt. Jetzt schraubt er sich nach unten. Naja, schrauben ist gut, aber er macht es halt mit leichten Kurven. Ja gut, der Flugplatz, der ist ja nicht einmal viertelstmäßig beschädigt da. Krieg schon wieder einen trockenen Hals. Ich muss was trinken, Leute. Entschuldigung. Ah, der Tee schmeckt ja sowas von gut. Ach, schmeckt der gut. Ach, ich freue mich schon, wenn's nach dem Abendbrotessen ist. Da gibt's da wieder Weizen. Der schmeckt besser als wie der Tee. So, er nutzt jetzt gekonnt diese Hügelketten aus, um sich dem Flugplatz zu nähern. Er hat da hinten eine P, schlag mich tot, was hat er denn gesehen? Ja, jetzt hat er die P8 wieder. Die ist also aufgestiegen, das ist also ein Bömpchen, ein Bomber sowas, ne? In der Richtung und
hat er sich ihm schön angenähert, ohne dass er von der Flak erwischt wurde. Hat der jetzt zurückgeschossen, der Bombo, oder hat ihn jetzt doch die Flak erwischt? Das ist jetzt die Frage. Ich habe es jetzt nicht sehen können. Ich habe auch keine Kugeln gesehen, die aus dem Bomber auf ihn geschossen wurden. Ja, Leute, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet hattet. Das Video geht zu Ende, der plumpst gleich runter. Ich sage schon einmal recht herzlichen Dank, dass ihr wieder alle so fleißig eingeschaltet habt. Denkt an die Likes, also nach dem Video, ne, bitte immer ein Like vergeben. Wenn man dann so sieht, wenn 60 Leute das Video angeschaut haben und es sind bloß 20 Likes, dann habt ihr irgendwas verkehrt gemacht, sage ich ganz einfach. Also, muss ich sonst schimpfen, ne? Ich will aber nicht schimpfen mit euch, weil ihr seid auch eine gute Community. So, er hat jetzt seine Mission fast erledigt, hat er gut gemacht. Und dann schaut den Rest noch an. Zum Schluss kommt die Karte noch, was er erledigt hat. Und dann sage ich schon einmal Holtrio, bis zum nächsten Video. Euer PVB, okay.